So, hallo, servus. So, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Laxasia, die halbe, easy in 15 Sekunden besiegen könnt. Und das im MG Plus. Umso besser wird es wahrscheinlich im Normaldurchgang laufen. Die erste Phase habe ich jetzt komplett übersprungen, weil ich sie sehr einfach finde. Da kann man ihr Wurf-Items werfen oder irgendwas mit Säuredolch draufhauen. Die hält ihr in der ersten Phase nicht so viel aus. So, was wir brauchen... Ich lasse jetzt erstmal hier einige Tries laufen, die ich gemacht habe. Ja. Was wir brauchen, ist eine Waffe, ein Griff und Fabelkatalysator. Und das war's eigentlich. So, der Kampf beginnt. Ich benutze meinen Parry-Schleifstein und pariere alles weg. Wichtig ist, wir müssen ganz hinten bleiben, weil sie landet vor uns direkt. Und dann können wir unsere krasse Fable draufhauen. Und jetzt schmeißen wir einfach eine Kugel. Auch wenn sie noch nicht den Groki hat. Wir kriegen immer den Groki nach der Fable-Attacke. Und danach müssen wir uns mit dem Fable-Katalysatoren wieder die ganze blaue Leiste voll machen. Gehen hin. Und hauen ihr wieder unseren Fable komplett drauf. Und sie ist eigentlich immer down. Und wenn nicht, dann schmeißt ihr hinterher noch eine Kugel. Das ist hier wieder ein Try. Ich benutze meinen Parry-Schleifstein. Blocke alles ab. Bin ganz hinten, sehr wichtig. Sie landet vor unserem Fuß und jetzt geben wir mit L1 Dreieck gedrückt halten unser Fable-Attacke drauf, geben direkt eine blaue Kugel. Sie ist gestunt. Wir müssen jetzt weglaufen, ganz wichtig. Und jetzt müssen wir uns voll machen mit Blau. Blaue Fable-Katalysat komplett voll. Ich habe es einmal verkackt, glaube ich. Ich habe es nicht voll gemacht, dann ist sie nicht gestorben. Falls das passiert, müssen wir noch mal eine weiße Kugel hinterherwerfen. Ich habe viele, viele Tries gemacht. Das ist wieder ein anderer Try. Jetzt buffe ich sogar die Waffe mit Säure, aber das funktioniert nicht. Wenn wir den Parry-Schleifstein hinterher benutzen, ist der Buff weg. Ja, das wollte ich aber mit zeigen, dass das nicht geht. Wir können die Waffe nicht mit Säure buffen. So, ich gebe ihr die ganze Fable drauf, gebe die Kugel, renn weg. Ich werde meistens getroffen. Gehe zurück. Benutze meinen kompletten Fable. Hier werde ich, glaube ich, den Fehler machen. Ne, da habe ich jetzt noch hier komplett alles blau oben. Und gebe ihr einfach nochmal alles drauf und sie ist wieder down. Und der nächste Try. Immer hinten bleiben, ganz wichtig. Hier mache ich das nicht. Das ist ein Fehler, weil, wird man jetzt hier gleich sehen, wir müssen ganz hinten bleiben, weil ich verliere kostbare Zeit. Sie landet. Und ich muss ein Stück vorlaufen. Und das ist einfach eine Sekunde, was wir verlieren. So, die weiße Kugel hinterher geworfen. Sie kriegt immer den Groki. Da bin ich hängen geblieben. Und jetzt mache ich hier den Fehler, dass ich mich nicht komplett hoch mache mit blauen Fable-Slots. Ne? Einer fehlt mir, sieht man. Und jetzt kriege ich sie auch nicht down. Da fehlt mir wohl noch ein einziger Schlag. Macht nichts. Ich schmeiß einfach eine Kugel. Sie ist tot. So, hallo, servus. So, da bin ich. Jetzt gehe ich... bisschen in die Details ein, welche Amulette ich benutze, Waffe, Griff und so weiter. Also, wir haben Amulett der Extremmodifikation. Je mehr wir die Fable-Slots voll haben, desto mehr Schaden machen wir. Also bis zu 25% pro Slot, 5%. So, den habe ich drin. Dann habe ich Arm des Gottes drin. Der macht halt mehr Schaden mit aufeinanderfolgenden Schlägen. Und dann haben wir den Amulett der Mörderpuppe. Erhöht den Schaden, der Menschen zugefügt wird. So, die drei habe ich drin. Als vierten Slot überlasse ich euch. Ist euch überlassen, was ihr nimmt. Ich bin jetzt etwas schwer. Ich hatte im Kampf den Trägeramulett drin gehabt, dass ich eine leichte Rolle habe. Ihr könnt auch einen Ausdauerring nehmen. Ihr könnt auch, was weiß ich, erhöht maximale Legion. Ist euch überlassen. Oder ihr nehmt den Parry-Schild, weil wir ja kurz davor parieren. Dann machen wir mit dem ersten Schlag mehr Schaden. Ne? Dann gibt es noch ein Amulett, den habe ich leider aber nicht gekauft gehabt beim Händler. Der weiß auch nicht gerade, wie der heißt. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Der macht auf jeden Fall dann noch mal ein bisschen Schaden, wenn ein Gegner die Haltung gebrochen wird, glaube ich. Das ist aber auch ein schweres Amulett. Ist ein Boss-Amulett. Den habe ich jetzt nicht drin, aber ich habe jetzt vorhin im Kampf die Kombination drin gehabt. Das passt so. Ihr könnt gucken, wo ihr die herbekommt. Also das ist, glaube ich, von Wächters, ne? Vom abgefragten Wächter ist das, ne? Amulett der Extremmodifikation. Das müsste vom Champion Victor sein. Und Amulett der Mörderpuppe bekommen wir im Kapitel 9 vom Elite-Gegner.
diesen, wie nenne ich den, Kristallkrokodil da, da bei den Zügen, so ein Elitegen, der droppt es. So, als Waffe haben wir eine Kombination, Axt einer lebenden Puppe. Axt einer lebenden Puppe bekommen wir im Kapitel 8 im Sumpf, im ersten Turm, wo wir das erste Mal von oben beschossen werden. Da geht ihr hoch und da ist eine Kiste da an der Balliste. Da kriegt ihr Axt einer lebenden Puppe. Den Griff, den müssen wir dann halt montieren, ne? Das ist ja klar. Den Griff bekommt ihr in 5-2 bei diesem einen Händler. Den müsste wohl jeder kennen. Da kann man sich auch unendlich Wurfobjekte kaufen. Das ist so die Kombination. Klinge der Axt einer lebenden Puppe und Griff eines Bromberg-Rumschwerts. Klinge der Axt macht ziemlich viel Haltungsschaden. Und Griff eines Bromberg-Rumschwerts, richtig komische Namen, ich weiß, ja. Macht halt diese krasse Fable-Attacke, finde ich. Ich habe andere Waffen damit probiert, aber das klappt am besten. Ihr könnt auch die Waffe sogar buffen. Dann machen wir halt nochmal extra viel Schaden. Nochmal 9000. Wir können halt die Waffe im Kampf nicht buffen, weil wir ja den Parry-Schleifstein benutzen. Deswegen geht das nicht. Das hatte ich auch, glaube ich, im Netz, in dem Kampfvideo gezeigt. An vierter oder fünfter Stelle. So, das wäre erstmal geklärt. Die Waffe haben wir auch. So, und dann brauchen wir den Schleifstein, der perfekte, also der im geblockten Zustand. Ich kann gerade nicht runter scrollen, warum auch immer. Das ist irgendwie komisch. Ich hier vielleicht so. Ja, jetzt kann ich Perfektionsschleifstein ist das. Aktiviert vorübergehend während des Blockens perfekten Block. Also wir blocken einfach nur und parieren aber die Schläge. Das dauert halt nicht lange an, aber für die Zeit, wo die Kugel runterkommt und wo sie runterfliegt, reicht es aus. Und dann geht es halt nochmal einige Sekunden weiter und dann hört das auf. So, den Schleifer, den können wir bei ihm da, bei Pulsenalla kaufen, ne? Aber auch erst ab Kapitel 10, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Bei Kapitel 10 kann man bei Alidora da, wo er da steht, da ist eine Kiste, dann kriegt man wieder so ein Händler-Item und dann kann man sich das dann hier kaufen bei ihm, ne? Was ich dann jetzt schon gemacht habe. So, das hätten wir auch geklärt. Und ganz wichtig, die weiße Kugel, ne? Die weiße Kugel, die brauchen wir auch. Und die können wir in 5-2 beim Händler endlos kaufen. Das ist auch alles, was wir brauchen. So, das nehme ich weg, also die drei, ne? Meine Heilung, mein perfekter Blockschleifstein und die weiße Kugel. Den Schleifstein benutze ich dann. Habe ich im Video alles erklärt. So, was jetzt noch wichtig ist. Wir haben ja hier die Fable-Katalysatoren. Die könnt ihr unendlich beim Portier da hinten kaufen. Wie heißt der nochmal? Polendina. Beim Polendina könnt ihr kaufen. Unendlich. Die braucht er ja auch dann, ne? Die könnt ihr hier unendlich kaufen bei ihm. Und jetzt zeige ich euch nochmal im Pi-Organ, was wichtig wäre. Im Pi-Organ müssen wir den Fable-Künstler-Angriff verbessern, müssen wir nehmen. Und wenn ihr im NG Plus seid, haben wir hier in der ist die 6. oder 5. Stufe, auf jeden Fall hier erhöht Angriff, wenn Leben maximal ist, müssen wir auf jeden Fall nehmen. Das sind so die zwei Sachen, die sehr wichtig sind. So, ihr solltet auch hier im gelben Baum Verbrauchsgüterbesitzlimit mindestens zweimal nehmen, ne? Wir haben hier einmal im Level 1 einmal Besitzlimit erhöhen und dann hätten wir nochmal Verbrauchsgüter, wo ist es? Da haben wir nochmal, dass ihr 5 Stück tragen könnt. Ne? So, wie bin ich geskillt? Natürlich, ich bin im NG Plus. Ich bin natürlich um einiges besser geskillt, wenn ihr jetzt im Normaldurchlauf sein solltet. Ich gehe mir jetzt davon aus, dass ihr so ungefähr Level 18 habt. Dann würde ich, je nachdem Entschlossenheit oder Technik, dass ihr da mindestens 30 Punkte da drin habt. Dass ihr da ungefähr 40 Punkte da drin habt in
Entschlossenheit oder Technik, je nachdem, was für einen Griff ihr auf die Waffe drauf habt. Dass ihr da 40 habt und dann könnt ihr dann Maximalladung so hoch machen, dass ihr eventuell, falls ihr es schafft, eine leichte Rolle zu bekommen oder Gewicht. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwer, so viele Punkte zu geben, aber so, dass ihr etwas schwer seid, das würde auch passen, Maximalladung. Ansonsten dann so ungefähr Stärke 20 und Vitalität normal Durchlauf wahrscheinlich so 30. Und je mehr ihr in Entschlossenheit pumpt, also bis 50 würde fast noch gehen, da holt ihr noch ein bisschen Schaden raus. Aber im Normaldurchlauf sollte das auch einiges einfacher gehen. Ansonsten, wenn ihr im NG Plus seid, habt ihr ja sowieso kein Problem mehr irgendwie mit Level-Ups. Da kriegt ihr mehr als genug. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich hoffe es. Ansonsten würde ich sagen, dann danke fürs Zuschauen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen, wenn ihr das hinbekommt. Ja, mir fällt sonst nichts ein. Ich hoffe, ich habe das soweit erklärt. Hebelkatalysatoren und so. Alles in Ordnung. So, dann, ja, danke und zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.